Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und davon bestimmt auch einige Betroffene. Der vorliegende Antrag gibt uns hier die Gelegenheit, über Unterrichtsausfall zu sprechen, über die Erhebung von Unterrichtsausfall. Das ist ein wichtiges Thema, das begrüßen wir. Schaut man aber dann auf den Titel dieses Antrags, relativiert sich das Ganze schon. Unterrichtsqualität fördern heißt Unterrichtsausfall erfassen. Eine Verbesserung der Unterrichtsqualität, liebe Kollegen der CDU, steht erstmal in keinerlei Zusammenhang mit der Erfassung von Unterrichtsausfall und deren Daten. Die Menge an Unterricht und Unterrichtsausfall sagt über die Qualität zunächst gar nichts aus. Der Zeitpunkt der Debatte völlig unpassend. Wir haben das gerade hier schon von anderen gehört. Es gibt die Verabredung, wir reden mit dem Landesrechnungshof, wir reden mit der Gutachterin. Und dieses, was Sie jetzt machen, das ist so ein bisschen, die nehmen uns das Thema weg, die klauen uns unser Schüppchen. Und das haben wir jetzt mehrfach so erlebt, dass Verabredungen getroffen wurden im Ausschuss und irgendwie wird dann da reingeprescht, um da irgendwie ein paar Punkte zu sammeln. Und das hat mit Sachpolitik reichlich wenig zu tun. Dann haben Sie sich in dem Antrag erstmal nicht selber auf die Schulter geklopft, da der Landesrechnungshof Sie angeblich für Engagement während Ihrer Regierungszeit gelobt hat. Diese Interpretation halte ich zumindest für fragwürdig. Der Wert der Erhebung des Landesrechnungshofs war damals nämlich genau wie jetzt auch doppelt so hoch wie das, was die Landesregierung damals erhoben hat. Also kein Unterschied. Auch wir wollen, dass Unterrichtsausfall erhoben wird. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, im Ausschuss mit den Gutachtern zu diskutieren. Wir haben dazu eine Reihe von Fragen. Der hohe Aufwand, den das Gutachten für die Erhebung des Unterrichtsausfalls ausweist, erscheint uns fragwürdig. Denn die Informationen liegen bei den Schulen vor. Im Gutachten wird vorgeschlagen, dass die Schulleitungen die Schulkonferenz informieren sollen. Da fragen wir uns, ob die Daten, die hierfür zugrunde liegen, nicht mit weniger Aufwand zusammengeführt werden könnten. Es ist auch zu prüfen, ob eine verbesserte Schulverwaltungssoftware vielleicht eine Hilfe sein kann. Dabei darf man den Datenschutz nicht außer Acht lassen. Es ist von vielen angemahnt worden. Das gilt ganz besonders, wenn man dazu übergeht, Bildungsbiografien zu recherchieren und da Daten zu erheben. Dann muss ganz besonders darauf geachtet werden, dass da datenschutzrechtliche Fragen sehr genau bedacht und erörtert werden. Also das scheint mir auch ein ganz wichtiges Thema. Die Erhebung, wie sie zuletzt für das Schuljahr 2009/2010 durchgeführt wurde, waren unzureichend. Deshalb ist es richtig, Methoden zu einer aussagekräftigen Erhebung zu prüfen. Die Stichproben, mit denen bisher gearbeitet wurde, bilden hierfür nicht die geeignete Basis. Außerdem wurde der strukturelle Unterrichtsausfall eigentlich gar nicht berücksichtigt. Und der ist eigentlich das, das man im Auge behalten sollte. Wenn Schulen gar nicht in der Lage sind, den Unterricht anzubieten, den die Bildungsgänge vorsehen, wenn zum Beispiel ein Jahrgang ein ganzes Jahr lang keine Stunde Musik erhält oder viel weniger Sport hat als vorgesehen, dann sind das Fragen, die wir uns dringend stellen müssen. Außerdem, auch das wurde gerade schon gesagt, brauchen wir für eine aussagekräftige Erhebung erst einmal eine klare Definition von Unterrichtsausfall. Was ist eigentlich Unterrichtsausfall? Bisher gibt es diese Definition nicht und in den verschiedenen Bundesländern werden verschiedene Methoden angewandt, für verschiedene Kriterien benannt, was Unterrichtsausfall ist. Und Frau Vogt, da muss ich Ihnen sagen, wenn Sie hier sagen, wir in NRW fällt mehr Unterricht aus als in den anderen Bundesländern, haben Sie das Gutachten offensichtlich nicht gelesen. Ja? Da wurde doch ganz deutlich gesagt, dass die einzelnen Länder Unterrichtsausfall vollkommen unterschiedlich definieren und völlig andere Methoden haben, das zu erheben. Dass man da keine Vergleichbarkeit haben kann, ist eigentlich klar. Und daher glaube ich, dass es auch unheimlich wichtig ist, langfristig ein Instrument zu haben, das alle Bundesländer benutzen können. Ich glaube, ne, wenn wir jetzt in NRW was machen, muss es aber auf Dauer so sein, dass man durch die Kultusministerkonferenz sich auf ein Verfahren einigt, denn erst dann schaffen wir es, eine Vergleichbarkeit zu bekommen.
Uns ist die Erhebung von Unterrichtsausfall auch deshalb wichtig, weil das ein Indikator für die Lehrerversorgung an unseren Schulen ist. Es wäre gut, wenn wir prüfen könnten, in welchem Ausmaß vorgesehener Unterricht nicht stattfinden kann. Ohne diese Erhebung haben wir nur die Kienbaumlücke und die Lehrerbedarfsdeckungsquote, um zu beurteilen, ob genug Lehrer an den Schulen sind. Beides wird von der Landesregierung mit dem Haushalt ausgewiesen. Aktuell liegt die Lehrerbedarfsdeckungsquote für die verschiedenen Schulformen zwischen 101,3 bei den Berufskollegs und 105,4 bei den Grundschulen. Das klingt erstmal besser, als es ist. Denn von einer guten Ausstattung der Schulen spricht man ab einer Quote von 105%. Diese wird leider in keiner der weiterführenden Schulformen erreicht. Das heißt, hier ist der Puffer viel zu klein. Klar ist, wenn zu wenige Lehrer da sind, wird auch das beste Vertretungskonzept der Welt Unterrichtsausfall nicht verhindern. Wenn es keine ausreichende Vertretungsreserven an den Schulen gibt, werden den Kollegien zusätzliche Belastungen auferlegt. Denn es gibt kein einziges Vertretungskonzept, was nicht zu Mehrbelastung der anderen Kollegen führt. Das bedeutet immer in irgendeiner Form Mehrarbeit. Beliebtes Instrument ist dabei die angewiesene Mehrarbeit. Das kenne ich selber auch sehr gut. Das ist meistens ohne Bezahlung. Man kommt zweimal in der Woche schon um 8, obwohl der Unterricht erst um 10 beginnt. Und wenn dann ein Kollege krank ist, macht man halt die Stunden auch noch. Und dafür gibt es nichts. Wir müssen uns über die Möglichkeiten der Erhebung von Unterrichtsausfall weiter Gedanken machen. Vor allem müssen wir aber weitere Anstrengungen unternehmen, die Lehrerversorgung an unseren Schulen weiter zu verbessern, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Dann können wir auch mit Recht sagen, wir täten etwas für die Verbesserung der Unterrichtsqualität. Der Anspruch, die Zahl der Unterrichtsausfälle zu erheben, ist richtig. Insoweit stimmt der Antrag, aber liebe CDU, uns geht das auch manchmal so. Ihr Antrag kommt zum falschen Zeitpunkt, ist zu kurz gesprungen und schlecht gemacht. Deshalb können wir uns nur enthalten. Er zu melden im Rahmen der Redezeit, die noch zur Verfügung steht. Ja, mir liegen keine weiteren zur Kurzintervention. Bitte? Ja, das ist selbstverständlich möglich. Die Redezeit ist noch vorhanden. Frau Kollegin Pieper, Sie haben das Wort. Ja, nochmal, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kaiser. Sehr geehrter Herr Kaiser, jetzt haben Sie gerade hier vorne ausgeführt, was wir alles im Konsens machen wollen. Wir müssen über die Definition von Stundenausfall sprechen. Wir müssen gucken, was für Stichproben wir nehmen wollen. Das zeigt doch eigentlich, dass dieser Antrag totale Show ist. Wenn Sie jetzt sagen, ja, jetzt sollen wir direkt abstimmen und nachher einigen wir uns darauf, worüber wir eigentlich reden. Also damit haben Sie jetzt gerade selber bewiesen, was für ein Unsinn das ist. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir sind damit am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung.